Also hier, wenn man auf viele Wurzeln steht, hier ist der Wurzeltrail. So. So, ja, läuft. Schön, sehr gut den Federweg genutzt und jetzt nochmal auf die Freeride und die neuen Norshaws, die zweiten und dann mal den diesen kleinen Trail, den Wurzeltrail daneben. Also, hier kann man nämlich viele Wurzeln fahren. So. Nochmal auf die Holzelemente. Wer nicht weiß, warum das North Shore heißt, das kommt aus Vancouver, Kanada. Die legendären North Shore Trails. So heißt der Berg da, der Hausberg North Shore. Ja, und dann kann man hier rüber. Jetzt mal gucken, vielleicht die andere Linie. Die ist so ein bisschen mehr skinny. Wow. Oh. So. Viel Spaß. Danke. So, jetzt kommen die Wurzeln. Ich glaube, das war der Thomas. Kennt jetzt meine Videos. Super cooler Typ. So, hoi. Also super netter Typ auch. Und ui. Oh, wo geht's hier lang? Ach, shit. Okay. Hier gibt es ein paar Linien. So. Und jetzt gibt es noch mehr North Shore hier. Man kann auch hier direkt weiter rechts bleiben. Auf dem Wurzeltrail. Ich hoffe mal, da kommen wir gleich noch drauf. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier. Erstmal kurz sammeln, was kommt hier? Boah, komm, nehmen wir hier. Der ist nicht so spannend, hier kann man Ende so einen kleinen Manual ziehen. So, aber jetzt kommt man hier auf den... Nee, das ist er nicht. Komm, das machen wir aber nochmal. Ich kann euch ja nichts erzählen, was dann gar nicht stimmt. Oh, immer weg von der Strecke bitte. Heute ist nichts los. Wochentag. Neben der Strecke hier immer... Bitte nicht über die Strecke kreuzen, wenn man mal irgendwie zu einer anderen Seite muss oder so, immer gucken, dass man niemanden stört oder so. Und dann, hallo, kann man hier auf den Wurzeln bleiben. Also hier, wenn man auf viele Wurzeln steht, hier ist der Wurzeltrail. So, und der führt gleich zu einer Überführung über die Freeride. Falls ihr ihn noch nicht kennt, ist auf jeden Fall auch ganz nice. So, bei Nässe natürlich mit Vorsicht zu genießen wegen den hängenden Wurzeln, aber heute ist trocken, also alles supi. So, und jetzt kommt hier die Überführung. Ja, die Rückseite ist steil, aber es ist Kaninchendraht. Ne, kann man gut drüber. So, hier geht halt steil runter, aber jetzt auch nicht total wildes. Für Anfänger wäre es ein bisschen zu krass. Okay, und dann ist man hier wieder Freeride. Gucken, bitte ob frei ist. Gucken, das hört man auch. So. Und dann hier an den Bremswellen vorbei. Ja, nochmal Freeride habe ich jetzt keinen Bock. Dann mal ab auf die... was machen wir denn? Ab auf den Kerntrail. Komm, machen wir mal wieder ganz was anderes. Also heute nicht viele Wanderer. Man kann von der Freeride hier einmal kreuzen unterm Lift durch und dann links die zweite auf den Kerntrail. Ich spule mal vor, also lohnt sich jetzt nicht, das hier mitzufilmen. Da seht ihr den Lift, einmal das Panorama. Ja, das ist schon nice. Drüben auf dem anderen Berg sind auch noch Enduro-Stages. Da geht es nach Brilandwald. Ah, oh, ist schon nice hier. Willingen seit Ewigkeiten Favorite. Okay. Also liebe Leute, man kann auch von ganz oben den Kerntrail fahren, aber da kommt nicht so viel Spannendes. Der wird hier Klettersteig genannt. Bitte Leute, es ist keine offizielle Bikeparkstrecke. Deswegen
Schaut bitte aus der Gondel raus, dann seht ihr, ob da viele Leute drauf sind. Wenn da Leute drauf sind, besser meiden. Aber wir sind nicht in Baden-Württemberg und der ist nicht explizit gesperrt. Ich weiß halt schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Bikeschulen auch gerne mit Teilnehmern da drauf gehen, weil es halt so ein bisschen natürlicher Trail ist. Also nicht so murmelbahnmäßig, aber auch nicht direkt zu krass steil technisch. Ja, also, wenn leer ist, ihr niemanden stört und wenn ihr jemanden trefft, dann bitte abbremsen, freundlich grüßen und so weiter, ne? Also ich will ja niemanden animieren, hier sich wie ein Rowdy zu verhalten, sondern bitte immer lächeln, die Leute vorbeilassen. Okay, der besteht aus engen Kernen. Ja, eng ist halt relativ, aber für normale Biker, die das gar nicht kennen, sind es enge Kernen. Für Leute, die schon Kerntrails fahren, ist natürlich easy. Aber macht halt Spaß, ne? So, immer so ein bisschen Gewächs hier drin, ja. So, entspannte Haltung hier wieder. So. Also man sieht das, hier sind immer diese Kurven, da seht ihr schon ganz gut. Und da sind immer so Abkürzungen von den Wanderern, von den Besoffenen, wenn ihr Party ist normalerweise vor Corona. Oder irgendwann bestimmt auch wieder, ist immer samstags hier mega Party. Da seht ihr die Abkürzung, die bitte meiden, nicht die Abkürzung fahren. Bleibt auf dem Weg und genau, man kann dann so ein bisschen halt Kurventraining machen. Das macht echt Spaß, also ist ganz lässig. Ja, seht ihr hier, ne? Keine einzige Menschenseele, wir haben niemanden gestört. Und es ist auch keine Race-Strecke, also vorausschauend fahren, immer, dass man reagieren kann, falls da doch Leute sind. So, und dann hier rum. So. Und dann kann man nämlich hier weiterziehen. Hier ist so ein normaler Wiesenweg. Ja. Ja, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die Spur ist bei den ganzen Regenlinien hier. Oh, ist auch schön. So. So. Also da ist das Kuhgatter. Hier ist der Wanderweg. Oh, haben sie nicht gemäht, aber man sieht die Spur. Man sieht die Spur, hier ist der Wanderweg. Also kann man draufbleiben. Hier ist die Spur. Hier geht es nämlich runter. Ja, hier immer ein bisschen aufpassen, wenn es geregnet hat, wird es hier immer so kurz ein bisschen slippery. Ist jetzt aber gerade trocken, wie eine Babywindel. Oh, ja. Yeah. So, hier könnte man zum Pumpteig rechts fahren, zur Eishalle. Da könnte man den Pumptrail fahren oder hier einfach runter zur Station. Whee. So, liebe Leute, das war's für das Video. Ja, ich bin jetzt hier unten angekommen. Ich lasse die Kamera mal so wegen den Windgeräuschen. Ich glaube, so hört ihr mich besser. Das sind die Leihroller. Ich bin da mit Leo Kastner gefahren. Ich verlinke mal die Videos. Vielleicht kann ich auch ein bisschen was reinschneiden. Macht mega Spaß. Und wenn ihr mal den Hersteller googelt, die haben sogar richtig krasse Downhill und E-Bike-Roller und alles. Es gibt, also das ist auch eine eigene Welt. Macht auf jeden Fall mega krass Spaß. Nur ich habe mich direkt hingelegt. Also ich habe da noch mal... ja, da habe ich noch eine Unfinished Business, da muss ich auch noch mal mitfahren, ohne mich hinzulegen. Das war im Herbst, ich bin über Laub weggerutscht. Aber die Dinger machen unglaublich Spaß mit dem tiefen Schwerpunkt. Immer wenn der Notvideo macht, wartet er auf mich. Das ist doch... Oh. Alles gut, Achtung, langsam, langsam. Ich bin nur ein bisschen auf die Hüfte. Ja, du bist da ein bisschen weggerutscht. Alles gut? Ja, ja. Ich bin nur hier. Ja. Hier werde ich blau. Gut, ja, es ist heute ein bisschen rutschig. Und da ist der Wer hat denn das Laub nicht wettgemacht? Auf Laub gekommen. Ah. Ja, läuft. Ai, 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 ai. Oh. Alter. Alles okay bei dir? Alter. Oh. Wir können gleich schon mal ein Lazarett aufmachen, ey. Oh. Bist du auf die Steine gekommen da? Nee, ich bin hier oben weggerutscht. Ai, ai, ai. Die Dinger, also es sah, bis hast du dich abgerollt. Ich hab's nicht nur so im Augenwinkel gesehen. Nee. Alles Martin, gut, Hauptlinie. Ich fahre meistens innen, weil da nicht so viele Bremswellen sind. Das ist die Sam Hill Linie. Oh, aber auf. Also eigentlich hat dieser Boden bei Netze ganz guten Grip. Das ist ja dieser, Brechsand. Also wenn es staubtrocken ist, dann ist es viel gefährlicher. Ach du Kacke, ach du Kacke. Oh, ja, 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 ja. Und, oh, hup de loop. Ah, ja, ja, okay, gerettet.
Gesaved, gesaved. Oh. Die gefallenen Soldaten. Ja, aber warte mal. Ah, Lee, du Sack. Ah, oh, mein Bein, ey. Ich fahre jetzt so wie ein Flamingo. Ja, jetzt haben wir keinen Schwung. Danke. Okay, ja, dann gib Gas, ne? Wir sehen uns. Oh, ei, ei, ei. Mein Pumpet. Boah, voll ins Auge. Scheiße. Wir haben keine Schutzbleche. Hey, jetzt kommt Pumpen! Shit, ey, mir fehlt der Schwung. Und Pumpen jetzt! Oh. Oh. Man kann jetzt so weit. Yeah, Pumpen! 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 Yeah! Oh, der Step-Up, scheiße, kein Schwung! Oh. Und ja. Ihr wisst natürlich, ihr könnt auch schön Family-Touren machen. Hier habt ihr die Kinderanhänger, wenn ihr keine mitnehmen könnt. Und ganz viele Leihbikes. Ich habe hier schon viele Schulklassen und alle Firmenausflüge, alle mit 1000 Fahrrädern, die sich hier geliehen haben. Und ja, gibt zwei Stationen hier von dem Shop, an dem K1 Lift und an der Gondel. Und jetzt kann man es nicht sehen. Im Winter kann man eigentlich auch Skibikes leihen, die Sledgehammer, die ich mit Sam Pilgrim gefahren bin. Und mit Leo Karst auch mal. Ja, hoffe ich mal, dass es im nächsten Winter wieder geht. Super. Bleibt sauber, Waschanlage. Wir sehen uns.